Türkgücü München hat im Allgäu allen Widrigkeiten getrotzt und sich mit 3 Punkten belohnt. Als klarer Favorit war das Team aus Neuperlach ins Spiel gegen den kriselnden FC Memmingen gegangen und das frühe 1:0 zeigte, warum die einen oben und die anderen unten in der Tabelle stehen. Zwar wehrten sich die Memminger mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln, inklusive Notbremse und roter Karte, doch Türkgücü war abgeklärter und brachte den 2:0-Sieg sicher über die Zeit. Ja, ich denke, ein sehr schwieriges Spiel gegen einen sehr tief stehenden Gegner. Ich denke, wir haben sehr, sehr gut begonnen mit guten Torschancen und dann auch einem schönen Tor vom Ünal. Und dann war es schwierig, weil der Gegner sehr, sehr tief stand. Aber ich denke, wir haben es sehr, sehr gut gemacht, auch in der zweiten Halbzeit ist 2:0. Währenddessen bleibt Memmingen nach 3 Niederlagen in Folge in der Abstiegszone. Ich fand uns in der ersten Halbzeit wirklich gut im Spiel. Wir hatten den Plan, dass wir defensiv gut stehen und mit Nadelstichen nach vorne stehen. Wenn wir nicht in der 3. Minute schon das Gegentor kassieren, das wieder ein bisschen zu einfach im Rückraum war, sieht es für einen Zuschauer vermutlich in so einem Spiel nicht ganz so schön aus. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass wir heute gegen einen sehr starken Gegner gespielt haben, der wirklich verdient gewonnen haben. Für Türkgücü München war die Fahrt ins Allgäu auf jeden Fall die Reise wert. Nach über 2 Wochen Pause zeigten die FC Bayern Amateure, dass ihr Erfolgslauf nicht beendet ist. Gegen den FC Eintracht Bamberg erlebten die Zuschauer im Grünwalder Stadion ein torreiches Spiel. Sehenswerte Treffer gab es auf beiden Seiten, nur mehr davon für den FC Bayern 2. Ich glaube, dass wir das Spiel wirklich in jeder Sekunde unter Kontrolle gehabt haben. Wohl wissen, dass Bamberg eine sehr gute Mannschaft hat, jetzt aus den letzten beiden Spielen 4 Punkte geholt hat. Die Münchner sind jetzt 8., können aber, wenn sie in allen Nachholspielen voll punkten, bis auf Platz 3 vorstürmen.